In den kommenden Movies geht es mir ein bisschen um die Tastatur. Wie Sie sehen, habe ich das aktuelle Betriebssystem von Apple. Je nachdem, was Sie für eine Version haben, wird das ein bisschen anders aussehen. Was wir dann auch brauchen, ist diese Kombination Control und Command und Leertaste. Dazu ein bisschen später. Was ich immer einstelle auf dem Mac, sind diese beiden Sachen, vor allem die Tastaturübersicht. Tastaturübersicht sieht so aus. Die kann ich verschieben, wohin ich möchte. Ich kann die auch größer oder kleiner machen und hier oben links wieder wegklicken. Jetzt in den Systemeinstellungen, die Sie hier finden, finden Sie eigentlich alles, was Sie brauchen, und zwar meistens unter Sprache und Region. Ich kann das mal einstellen. Hier sind meine Regionen eigentlich eingestellt. Systemeinstellungen, Tastatur. Dort die Tastatur. Und jetzt ist das hier unten, dieses kleine Häkchen. Wenn Sie das rausnehmen, haben Sie diese Tastaturen hier nicht mehr. Wenn Sie das wieder aktivieren, haben Sie diese Tastaturen. Also das nehme ich immer rein. Ja. Dann kann ich hier, wie gesagt, gehe ich nochmal in Textedit, da kann ich das relativ gut zeigen und zeige hier diese Tastaturübersicht. Schiebt die mal ein bisschen daneben, dass man etwas sieht. Was wir hier haben, ist die normale Tastatur, schweizerdeutsches Layout. Das heißt, wir haben hier ein Ö. Sobald wir Shift-Taste haben, wir nicht Shift-Ö, sondern dieses Ägü. Dann haben wir die FN-Taste, da ändern sich nur die Pfeile und diese beiden Sachen. Control-Taste, sehen Sie auch, was sich ändert. Alt-Taste, haben wir hier ein paar Zeichen. Command-Taste, wieder nicht viel, und dann haben wir Alt und Shift miteinander. Also haben wir eigentlich die normale Ebene, Shift, Alt und Shift zusammen. Wenn ich auf einen Buchstaben klicke, kommt er hinein. Alt kommt hinein. Was sind jetzt diese farbigen Zeichen? Schauen Sie mal die Buchstaben O, I, E und so weiter an. Wenn ich den anklicke, dann wird gezeigt, auf dem I, auf dem O, auf dem U kann ich den brauchen. Also kann ich da U klicken. Das ist eigentlich ein weitergehendes. Genau gleich hier, ich habe das normale I. Wenn ich da drauf klicke, habe ich dieses I mit diesen Pünktchen und kann das auch reinfügen. Ja. Funktioniert recht gut. Wenn ich jetzt in ein Adobe-Programm, sagen wir mal, da habe ich da jetzt InDesign offen, geht das natürlich auch. Alt-Taste. Funktioniert ebenfalls. Dann das da, das geht auch, funktioniert sehr gut. Das sind jetzt mal die normalen Sachen. Jetzt schließe ich das, wechsle retour in ein Apple-Produkt, Textedit in meinem Fall, und schreibe jetzt mal den Buchstaben A. Wenn ich A drücke und gedrückt halte, kommen diese sogenannten diakritischen Zeichen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auf dieses A klicken und dann habe ich das A mit diesem Punkt obendrauf. Es geht auch anders. A geklickt halten und jetzt könnte ich die Zahl 7, einfach auf der Tastatur drücke ich jetzt die Zahl 7 und dann kommt das gleiche Zeichen rein. Machen wir jetzt noch mit E. Geht ebenfalls. Ich könnte jetzt da klicken oder die Zahl 4 und dann kommt das hinein. Das geht natürlich bei Adobe-Produkten nicht. Also ich kann nicht A drücken, da kommen mehrere A's. Das funktioniert hier zum Beispiel nicht. Dann gehen wir nochmals in diese Zeichen, in die Sonderzeichen. Das findet man fast in allen Programmen hier unten. Emoji und Symbole oder eben Control, Befehl und Leertaste. Control, Command und Leertaste. Control, Command, Leertaste, dann kommt das. Jetzt habe ich hier meine Zeichen und ich kann hier auch auf Bild zeichnen zum Beispiel und kann einen Doppelklick machen, dann kommt das rein. Das funktioniert ebenfalls, kann ich mit allen Sachen machen. Hier habe ich die Größe, ich kann sagen, zeig mir die klein, zeig mir die groß, zeig mir die mittel, wie es voreingestellt ist. Wenn Sie da nichts sehen, haben Sie diese Einstellung, das sind die letzten Zeichen zum Beispiel, die man gemacht hat. Das sind diese Zeichen. Sobald ich hier hingehe, habe ich wieder das Ganze und kann das da sehr gut durchsuchen. Ich kann dann auf meine Pfeile,
ich kann hier hin, ich habe dann da immer noch Alternativen. Oder aber ich gehe hier hin und sage, Liste bearbeiten und dann kann ich sagen, was ich zusätzlich noch möchte. Habe ich jetzt einen Auftrag, zum Beispiel mit diesem phonetischen Alphabet, kann ich hier hinklicken, fertig, das kommt jetzt hier unten hin und ich kann jetzt einen Doppelklick hier machen, das funktioniert relativ gut. Hierhin, Liste bearbeiten, jetzt könnte ich sagen, ja, zum Beispiel, Musik brauche ich nicht immer, phonetisch brauche ich nicht immer, fertig. Und diese beiden Sachen sind dann draußen. Mehr sehen Sie im nächsten Video.